da eine Ausstellung stattfindet, in Kürze, arbeite ich an einem relativ großen Bild, 8 Meter lang und 2 Meter hoch. Es ist am Ende einer Serie von bildlichen Arbeiten, die sich mit Wortbedeutung und mit Kryptographie beschäftigen. Das heißt, es sind Buchstaben, die darauf verwendet werden, und Signalscheiben, die Aufmerksamkeit erregen. Und dann, wenn man eindringen will in den Konstruktionsraum dieser Bilder, kann man die Worte, die aber kryptografisch dargestellt sind, entziffern mit einer Anleitung. Es ist aber nicht schwierig. Bei einiger Intelligenz kommt man selber drauf. Also die kryptografische Seite der Arbeiten geht sehr weit zurück, und zwar bis 62. Also da habe ich schon die ersten Verschlüsselungen gemacht. Nur waren ausschließlich Zahlen im Spiel. Und aufgebaut war es auf den Titel Serien, Rhythmen und Reihen oder auch Zeit und Raum. Also Zeit wäre eine arithmetische Reihe. Also beides ist wichtig, und zwar nicht nur für die bildende Kunst, sondern auch für alle anderen Künste. Und das ist etwas, was verloren gegangen ist, das in der Renaissance vorhanden war, dass die einzelnen Künste aufeinander Bezug nehmen und auch ineinander gebracht werden können. Man hat dann einen Rest noch bei der Notation, also bei der klassischen Form der Musiknotation, ja, wo ich eine Schrift habe, die aber übersetzbar ist ins Hörbare. Ne? Und dasselbe gilt für wahrgenommene Bilder. Ich erinnere nur daran, dass die berühmtesten Maler der Renaissance wie Raphael, Michelangelo oder Leonardo da Vinci auch hervorragende Schriftsteller waren, Dichter. Also es war immer so, dass der Künstler auf andere Disziplinen übergegriffen hat, beziehungsweise sich auch dort ausgekannt hat. Ja, ich bin Goldschmied. Ne? Benito Cellini war Goldschmied oder der Verrocchio oder Raphael. Ne? Alle waren auch Goldschmiede. Also es musste der Künstler immer auch Goldschmied sein. Aber die eigentliche Bedeutung des Goldschmiedens ist ja die Handarbeit. Nicht? Also deswegen habe ich immer großen Wert darauf gelegt, dass eine Handarbeit vorhanden ist mit Werkzeugen, die man in die Hand nimmt. Aber es ist immer eine Art von Eingreifen mit dem Kopf und mit der Hand. Ne? Also die Gedankengebäude, die man sich selbst zurechtlegt, die kann man mit einer Handarbeit zum Ausdruck bringen. Ne? Es ist aber nicht gesagt, dass man nicht alle Werkzeuge verwenden kann. Ich habe zum Beispiel für das große Bild jetzt, für die Zeitkunst, die ich gemacht habe, den Computer benutzt, um die Verschlüsselung durchzuführen. Und erst dann mit Handarbeit, mit dem Pinsel, Bilder gemacht, auf denen man aber nicht sieht, dass es mit dem Pinsel gemacht ist. Ausgehend von der einfachen Form der Elemente und abzählbaren Elemente. Das heißt also, so wie in der Musik, dass im Laufe der Zeit eben Töne aneinandergereiht werden. Diese Vorstellung auf die bildende Kunst zu übertragen, das war das, was für mich wichtig war. Und zu dem Zweck brauche ich Elemente. Ja? Und man kann natürlich jedes Element nehmen, was ich später dann auch gemacht habe. Es hat auch nichts zu tun mit figurativ oder abstrakt. Ja? Die Kugel, der Kreis, das Quadrat, der Würfel und die Durchdringung beider liefern die einfachsten Elemente. Die Themen meiner Kunst sind Aufzeichnungen von Zeitverläufen in Form von Serien, Rhythmen und Reihen, ja, die zeitlichen Abläufe festhalten in einem Moment, in einem unbeweglichen Moment. Zum Beispiel bei den statistischen Porträts, da gibt es die Entschlüsselungsleiste unten, da können jetzt 8 verschiedene Elemente sein. Das ist zum Beispiel
aufstehen in der Früh um die und die Zeit und Mittagessen dann und dann und Abendessen dann und dann, schlafen gehen dann und dann. Und diese werden also als Entschlüsselungshilfe unten unter dem Bildobjekt angebracht. Und wenn man nun oben das Zeichen sieht, das dort eingetragen wird, zu einem gewissen Tageszeit, kann man sehen, um die Zeit habe ich das und das gemacht. Ne? Also die Zeit ist eingefroren. Und das dann umzusetzen in ein Bild, ja, das war dann die Arbeit. Die Reihenfolge und die Anordnung auf den Bildern folgt einem Schlüssel, der vorher auf einer Skizze festgelegt wird, mit Zahlen oder mit Buchstaben. Und der Grad der Verschlüsselung kann verschieden sein. Die einfachste Verschlüsselung ist, dass ich etwas verkehrt hinschreibe. Es gibt Bilder oder Objekte von mir, die ich gemacht habe, vor vielen Jahrzehnten, die ich selbst nicht mehr entschlüsseln kann. Aber ich weiß, dass das so ist. Ja, das stimmt. Oder es stimmt auch nicht, denn umso schwieriger das wird, umso eher macht man einen Fehler. Und die andere, die bildhauerische Arbeit oder wenn man so will, die Objektarbeit, dreidimensionale Objekte, die ebenfalls das Ziel gehabt haben, dass die Personen, mit denen man zu tun hat, selbst ein Werk zusammenstellen, nach ihrer Vorstellung. Die einzelnen Werkphasen haben den gemeinsamen Nenner, dass sie alle Sprachen darstellen. Sie haben es ist ein sprachlicher Ausdruck, der eben nicht die Wortsprache, die Begriffssprache betrifft, sondern eine Bildsprache. Das sind auch die Hämmer, die Brote und so weiter. Die Brotsprache ist deshalb interessant, weil sie natürlich vergänglich ist. Man holt 26 Brote aus verschiedenen Bäckereien, die auch nicht alle gleich sind. Und dann werden sie den 26 Buchstaben von A bis Z zugeordnet. Jetzt kann ich das lernen. Und ich kann also mit dem Brot alles schreiben. Wenn ich die Buchstaben jetzt weglasse, aber mir gemerkt habe, welches Brot gehört zu welchen Buchstaben, kann ich zum Beispiel das Telefonbuch von London übersetzen in Brot, in das Brot. Und das war das, was der Wiener Kreis der Philosophie, wenn sie eben Sprachüberlegungen angestellt haben, bemerkt haben. Ne? Es ist also sozusagen keine zwanghafte Sache, die nicht anders sein kann, sondern das kann alles ganz anders sein. Es ist nur rein zufällig so. Und der Übergang zwischen den verschiedenen Objekten oder Materialien, ja, der ist eben das, dass man eben alle eines für das andere eintreten kann. Es kann ein Objekt für ein anderes eintreten. Nicht wahr? Es gibt ja auch die Ansicht, dass etwas so wie es ist unbedingt sein muss. Das ist natürlich nicht der Fall. Also ich kann, wenn ich das alles, die einzelnen Informationstheorien oder Informationsvorgänge als Erscheinungen bezeichne, kann ich immer feststellen, es ist nicht die Wirklichkeit. Und einer der wichtigsten Sätze aus der alten griechischen Philosophie lautet, hinter den Erscheinungen befindet sich die Wirklichkeit.